Leute, was geht ab? Ich bin wieder am Start, wie versprochen, mit Part 2 meiner Pimp My Week Serie. Falls du jetzt neu hier bist und denkst dir so, ey, alles durcheinander, Ashley, sortier erstmal deine Gedanken. Ich sortiere jetzt. Ich habe meine Perücke gemacht, die habe ich geklebt. Ich habe gesagt, hey, die brauchen einen neuen Aufstrich, Anstrich. Und da habe ich jetzt die Tressen entfernt und gefärbt. Soweit sind wir schon. Soweit so gut. Jetzt werden wir das Ganze an diesem Perückenkopf Haarnetz annähen, stylen und aufsetzen. Los geht's. Okay, easy peasy. Was wir dafür brauchen, Perückenkappe oder Netz, findet ihr bei Amazon. Wie gesagt, Video schon mal gedreht mit all den Sachen und Tools, die ihr gerade seht. Oben rechts ist ein Infobutton. Einfach anklicken, dann landet ihr beim Video. Ja. Perückenkappe, wie gesagt, Lacefront und Nadel und Faden. Im ersten Step Lacefront annehmen. Ich steche da einfach durch das Netz und dann durch die Lacefront, mache das Ganze schön bombenfest und dann gehe ich immer so in 1 cm Abständen durch das Netz und die Lacefront, mache eine Schlaufe, so wie ihr seht, und ziehe das Ganze fest. Wie gesagt, oben Info oder unten in die Infobox schauen. Da findet ihr mein Perückenvideo, wie man das selber näht. So, das Ganze wird dann nochmal festgezogen, also einen doppelten Knoten machen und dann seid ihr auch schon good to go. Als nächstes kommen die Tressen oder die Weave. Wie gesagt, habe ich ja schon mal ein Video zu gemacht, deswegen hier im Schnelldurchlauf. Hier bin ich bei der letzten Tresse und ja, da steche ich nicht durch die Tressennaht, sondern unter die Tresse durch das Netz und mache dann die Schlaufe. Also es sieht so aus, als würde man so lauter kleine Schlaufen machen. Das Ganze wird wieder festgezogen, mit einem doppelten Knoten abgeschlossen und dann sind wir durch. Achso, falls du nicht weißt, letzte Woche habe ich die Tressen gefärbt. Wenn du wissen willst, wie das geht, zu dem Video kommst du auch natürlich durch den Link, der unten in der Infobox ist. Jetzt schneiden wir das überschüssige Haarnetz von der Netz- oder Kappe, Netzkappe ab. Und dann haben wir noch unser Lacefront. Skü-skü, da ist Ashley wieder am Start. Ich setze auf und ihr seht, sieht nicht gut aus. Alles in my face. Sieht echt scheiße aus. Okay, also Haarschnitt. Ja, ich habe jetzt keine richtige Friseurschere da. Auch meine Effilierschere finde ich nicht. Deswegen mache ich das mit meiner herkömmlichen normalen Schere. Bitte verdrescht mich deswegen nicht. Aber wenn ihr könnt und es habt, dann nehmt eine richtige professionelle Schere. Und wie gesagt, geht ansonsten zum Profi, wenn ihr euch unsicher seid. Ich schnibbel einfach drauf los, also ich kürze die Haare, wie ihr sehen könnt. Sieht es eigentlich sehr schick aus mit dem Bob, aber ich möchte das ein bisschen ordentlicher machen und deswegen trenne ich die Haare nochmal etwas auf. Ich beginne unten und wie ihr sehen könnt, ich habe richtig schief geschnitten. Das korrigiere ich einfach mal mit der Schere und dann versuche ich noch so ein bisschen Stufen reinzubringen, indem ich so schneide, wie ihr es seht. Ich gehe da immer öfters mit der Schere drüber und glaubt mir, Leute, ich werde die Perücke in den nächsten paar Tagen, Wochen immer noch weiter modifizieren. Hier und da sind ein paar Strähnchen, die mir nicht gefallen, aber komm. Macht doch Spaß. So, jetzt bringen wir mal ein bisschen Stufen hinein. Ich mag so einen asymmetrischen Bob machen und deswegen gehe ich da nochmal mit der Schere drüber. Okay, der seitliche Part gefällt mir nicht so. Ich bin immer so ein Typ, der einen Seitenscheitel trägt, aber auch gerne ein Ohr immer, also die Haare immer hinter ein Ohr steckt. Ich war ein bisschen wild mit der Schere, wie ihr sehen könnt. Ich habe ein bisschen mehr geschnitten, als ich gedacht hätte zu schneiden, aber gefällt mir doch ganz gut. Als nächstes stylen wir die ganze Sache, dann sieht es auch viel besser aus. Ich habe schon ein bisschen geglättet, wie ihr sehen könnt. Oh, diese Farben, ne? Richtig schön. Und jetzt zeige ich euch einfach so die letzten paar Schritte, damit ihr seht, wie,
Ja, wie ich das gemacht habe. Okay, jetzt kommen wir zum Finale. Wir setzen die Perücke auf. Natürlich müssen wir noch hier und da ein bisschen schieben, aber wow, das habe ich jetzt nicht erwartet, Girl. Also fürs erste Mal so richtig färben und schneiden und stylen. Muss ich sagen, ist das Ergebnis gar nicht mal so schlecht. Natürlich werde ich in Zukunft hier und da so ein bisschen optimieren. Aber I will rock this look on Instagram up and down. Also wenn ihr eine Daily Dosis auf Ashley haben wolltet, solltet ihr dringend mal auf Instagram vorbeischauen. Und wenn ihr keine Videos mehr verpassen solltet, gerne ein Abo dalassen, Glocke aktivieren. So bleibt ihr immer up to date. Und natürlich freue ich mich über einen Daumen hoch und Kommentare. Leute, kommentiert bitte mehr, lasst Anmerkungen da, Videowünsche, damit ich Stoff habe, den ich euch jeden Sonntag bieten kann. Also, bis zum nächsten Video am Sonntag. Ciao!